Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlo mit BMZ Nummer 299, nein, 229, upsi, und den Themen Diablo Franchise ASMR. Und jetzt wieder einsteigen. Hi Barlo, wie findest du die aktuelle Situation von Diablo 3 bzw. dem Franchise scheinbar im Allgemeinen? Es wirkt schon so, als würde Blizzard Diablo komplett ignorieren und selbst beim letzten BlizzCon Virtual Ticket gab es, soweit ich mich erinnere, nicht mal einen kleinen Happen für Diablo. Denkst du, sie wollen es einfach sterben? Wer lässt es jetzt sterben? Los, gib ihm die Spritze. Oder sind eventuell nur sämtliche Diablo-Ressourcen in einem möglichen neuen Teil gesteckt? Jeff, wir haben gar nichts für Diablo-Spieler im Virtual Ticket. Diablo-Spieler, wer soll das denn sein? Hör mit dem Schluss auf, mach weiter Karten für Hearthstone. Warte mal, ich muss erstmal diese Rahmengröße hier ein bisschen anpassen. Oh Gott, habe ich wieder das Seitenverhältnis geändert von meinem Fragerahmen? Nein, Barlo, was hast du gemacht? Das sollte eigentlich auf 16 zu 9 stehen. Es steht auf 16 zu 10. Tada! 16 zu 9. Besser. So. Also, ich glaube, einige von euch haben den Anspruch... Moment, das stimmt doch auch nicht. Das ist auch nicht 16 zu 10. Das passt nicht. Egal. Ich glaube, einige von euch haben den Anspruch, dass... für ein Spiel, das man einmal gekauft hat, irgendwie in alle Ewigkeit Content kommen müsste. Oder so, ne? Und da ist die wichtige Frage, warum? Also warum sollte das so sein? Ich meine, ja, es gibt immer so ein bisschen Mischformen, ne? Das Spiel ist im Prinzip ein reines Online-Spiel und bei Online-Spielen sieht es da meistens ja schon mal ein bisschen anders aus als bei, naja, wenn es sowas wie Offline-Spiel überhaupt noch geben würde, als bei Offline-Spielen. Aber, grundsätzlich war Diablo mal eine Franchise, in der ein Spiel gemacht wurde, released wurde, verkauft wurde und dann war gut. Und dann gab es eine Expansion, die wurde verkauft und dann war gut. Ein bisschen wurde zwischendurch noch gepatcht und so. Im Moment scheinen einige den Anspruch zu haben, dass Diablo kontinuierlich kostenlosen Content liefern müsste. Und das ist unwahrscheinlich, dass das passiert. Also es gibt halt Also das ist halt kein Geschäftsmodell, kostenlos Content zu releasen. Was mich aber genauso wundert, wie vermutlich dich, ist, viele von uns wären ja bereit, für Content Geld zu bezahlen. Ich hoffe, die meisten wären da grundsätzlich bereit zu oder sind dazu bereit. Gut, die meisten Diablo-Spieler sind dazu bereit, sonst hätten sie sich ja nie Diablo gekauft. Ne? Das war ja jetzt nie ein Free-to-Play-Titel oder so, da hat der immer Geld gekostet. Also... wenn die Leute doch grundsätzlich bereit sind, für Diablo Geld zu bezahlen, warum passiert denn da so wenig? Oder warum wird da nichts entwickelt? Und ich habe keine gute Antwort darauf. Also die beste Antwort, die man darauf noch geben kann, ist vermutlich, weil es im Moment kein so extrem gutes Geschäftsmodell gibt für Diablo, außer dem Releasen eines neuen Diablo-Titels, als dass es sich lohnen würde, dort extrem viel Entwicklungszeit oder Arbeit reinzustecken. Mich wundert das auch ein bisschen, weil ich persönlich halt denke und da immer von mir auf andere schließe, ich wäre durchaus bereit, jede Season einen kleinen Betrag zu zahlen, wenn wir von Seasons reden und die weitergehen sollten, wenn in der Season cooler neuer Content kommt. Wenn ich damit sicherstellen könnte, dass jede Season vielleicht irgendwie entweder ein neues Set kommt oder alle alte Sets neu gebalanced werden oder neue Legendaries kommen, und so weiter und so fort. Oder vielleicht auch neue Spielmodi oder weiß der Teufel was. Dann wäre ich da grundsätzlich gerne zu bereit. Diablo-Franchise tot halte ich für hochgradig unwahrscheinlich, weil sich Diablo exzellent verkauft hat. Und warum sollte man etwas einstellen, was sich exzellent verkauft? Also grundsätzlich mal. Es ist halt nur die Frage, in welcher Form es dann weitergeführt wird. Die Variante, das Spiel zu entwickeln, es zu releasen und zu verkaufen, funktionierte gut. Nicht alles andere hat ähnlich gut funktioniert. Ne? Das Auktionshaus war nicht das absolut Gelbe vom Ei und aus Blizzards Sicht kein Erfolg. Das haben sie relativ schnell dann dicht gemacht. Und ich weiß nicht, wie der Necromancer jetzt insgesamt gelaufen ist aus Blizzards Sicht, in welchem Verhältnis dort Einnahmen zu Ausgaben standen, ob die denken, dass es in der Richtung weitergeht, gehen kann, gehen soll oder so. Dazu kann ich persönlich halt überhaupt nichts sagen. Ich bin auch gespannt. War auch ein bisschen verwundert, dass nichts zu Diablo gesagt wurde.
Auch ein bisschen verärgert und ich hoffe, dass sie den Weg gehen und sagen, das ist eine super Franchise und eigentlich auch eine Franchise, zu der sich lohnen würde, regelmäßig neuen Content zu machen. Wir finden einen Weg, dass dieser Content bezahlt wird, also dass wir damit Geld verdienen können. Und dann machen wir ihn, hoffe ich. Wäre auf jeden Fall lieber, als wenn nur alle 10 Jahre einfach ein neuer Diablo-Titel released wird und ab da dann Season nach Season kommt, ohne dass in den Seasons noch was passiert. Und die ersten Seasons, ich kann auch nur wieder von mir und meinem Freundeskreis schließen, waren da noch sehr beliebt. Da waren viele in meinem Bekanntenkreis, die ich auch in meinem Battle.net-Launcher und in der Freundesliste gesehen habe, die zu den Seasons Diablo gespielt haben. Mittlerweile ist das nur noch so ein harter Kern von den Diablo-Spielern. Von 3, 4, 5, die aber oft auch nur wenige Tage reingucken, wenn jeweils eine neue Season gestartet ist. Aloha Balo, liebe deine Videos, mach weiter so. Das ist schön, das freut mich, danke. Ich persönlich gucke mir fast jeden Abend mindestens ein ASMR-Video an. Da ich seit circa 6 Jahren Probleme beim Einschlafen habe und ASMR mir hilft, mich zu entspannen. Was hältst du von sowas? Und gibt es Dinge, die du zum Einschlafen machst? Aber zu letzterem, nee. Also ich versuche natürlich, dass ich im Laufe des Tages so ein bisschen Bewegung bekommen habe, was durch die Hunde gegeben ist. Weil ich das Gefühl habe, wenn man sich ein bisschen bewegt hat, schläft man halt allgemein besser. Ich versuche einen halbwegs festen Rhythmus zu haben zum Schlafen. Also zumindest nicht an einem Tag um 6 Uhr morgens aufzustehen und am nächsten Tag halt um 12 Uhr mittags oder so. Sondern das ist bei mir immer ungefähr um dieselbe Zeit. Aber jetzt zum eigentlichen Thema ASMR. Die Videos, die ich davon gesehen habe, fand ich absurd und befremdlich. Und die haben sehr, sehr, sehr viele Views gehabt. Weil dort Leute, also zum ersten Mal wirkt es auf mich zu 90% wie Fetisch und nicht wie irgendwas, was auch nur ansatzweise beruhigend wäre. Und es gibt ja beruhigende, also wirklich als solche beruhigende Videos, ne? So Entspannungsvideos, wo Entspannungsübungen, Atemübungen gemacht werden, wo Leute immer noch sprechen, wie ein normaler Mensch das tut. Beim ASMR und den Videos, die ich gesehen habe, sprechen die Leute mit so extrem verstellten Stimmen. Also nicht verstellt im Sinne von wie Donald Duck klingend, aber auf eine Art und Weise redend, wie kein Mensch mehr redet. So ein ganz merkwürdiges, absurdes Säuseln und so ganz leise, was mich total aggressiv macht. Also mich macht's unglaublich aggressiv, wenn Leute halt mit so extrem verstellten und unnatürlichen Stimmen reden, in fast jede Richtung. Also so dieses Quäkige bei Stimmen finde ich extrem anstrengend. Ich erwähne das bei WoW übrigens immer wieder, weil mir die Imps so auf den Nerv gehen mit dieser quäkigen, kratzigen Stimme, die Harpien auf den Nerv gehen mit ihren verstellten Stimmen. Ich habe das neulich im Zusammenhang mit Animes erwähnt, dass mir diese quäkigen weiblichen Stimmen, japanischen Stimmen unglaublich auf den Senkel gehen. Und das gilt halt, wie gesagt, für fast jede Art der verstellten Stimme, mit denen ich überhaupt nicht kann, wo ich mir immer nur denke, sprecht doch einfach normal. Ihr habt bestimmt auch, bei Frauen fällt mir das häufiger auf, dass es welche gibt, also gerade bei Schauspielerinnen und so im Medienbereich, die halt versuchen, mit so kindlichen Stimmen zu sprechen. Was ich kann kaum beschreiben, wie anstrengend ich das finde. Und bei Männern weniger, außer wenn das so in den Bereich der so tuntig verstellten Stimme geht, was ich aber auch anstrengend finde. Also wenn jemand wirklich den ganzen Tag "Hallo!" so spricht, dann macht mich das wahnsinnig. Aber wie gesagt, das gilt für alle verstellten Stimmen und das zählt halt auch, da zählt halt für mich alles, was ich bisher gesehen habe an ASMR-Videos zu, weil die Menschen sich einfach keine Mühe gegeben haben, normal und ruhig und in einer angenehmen Stimmlage zu sprechen, sondern das oft in so eine komische Säuselstimme reinging, die ich ganz, ganz komisch fand. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Mikrofon genügend Pegel erzeugen kann, wenn ich so spreche. Also, was ich davon bisher gesehen habe, absolut nicht mein Ding. Und wer weiß, vielleicht habe ich nur die besten Produzenten da noch nicht entdeckt. Aber alles, was ich bisher gesehen habe, was da Top-Treffer erzeugt hat, hat bei mir eher dazu geführt, dass sich die Fußnägel aufrollen und ich einen Puls bekomme bis auf, keine Ahnung, bis zum Anschlag. Hey Valo, danke für den guten Content, den du für uns bereitstellst. Dankeschön. Gerne. Da ja bald BFA rauskommt und ich mir das definitiv holen werde, aber momentan kein WoW zocke, stellt sich mir die Frage, lohnt es sich jetzt schon wieder einzusteigen und vorbereitend etwas zu tun?
beziehungsweise kann man irgendetwas tun, um sich darauf vorzubereiten? Ich spiele seit WoW, seit WoTLK WoW, aber seit MOP nie mehr als 3 oder 4 Monate am Stück. Oh, dann wäre es aber früh, wenn du jetzt einsteigst. Da bist du ja quasi, wenn das, wenn die nächste Expansion gelauncht ist, schon wieder weg. Legion habe ich auch schon länger nicht angefasst, aber einfach, weil ich keine Lust mehr auf Games habe. Wenn ich diese langen Stücke am Stück spiele, so. Ich würde BFA gerne etwas länger angehen und daher gut vorbereitet loslegen. Also lohnt es sich jetzt noch Game Time zu holen oder sollte ich bis zum Release warten? So diese Fragen, lohnt sich der Einstieg jetzt, haben wir sehr häufig und immer wieder mal mit einem anderen Dreh, diesmal mit dem Dreh, du willst auf jeden Fall wieder spielen. Die Frage, lohnt es sich jetzt speziell das zu tun? Ich glaube, ein optimaler Zeitpunkt könnte sein, sobald der Pre-Patch sein wird. Release ist am 14. August. Der Pre-Patch der nächsten Expansion kommt üblicherweise so im Bereich 4 bis 6 Wochen. Vor der neuen Expansion. Das würde bedeuten, dass ein guter Zeitpunkt sein könnte, der erste Reset im Juli, ne? Ja, erste Reset im Juli liegt genau in dem Bereich so 4 bis 6 Wochen. Und man kann ja immer noch abwarten, ob es dann wirklich der Pre-Patch ist, ob er dann kommt. Ich glaube, Pre-Patch ist ein guter Zeitpunkt, weil man sich dann schon die Klassen angucken kann, so wie sie sich auch spielen werden in Battle for Azeroth. Natürlich nicht mit dem Gear, das ist klar. Aber zumindest, wenn es grundlegende Änderungen an den Mechaniken gibt, wie beim Warlock zum Beispiel, diese Shadow Bolt und Drain Soul Geschichte, die sich ändert, beim Disty Priest, dass der Schild den Cooldown entzogen bekommt und so. Das alles kann man sich da schon angucken. Und von daher glaube ich, wäre das wohl aus meiner Sicht ein guter Zeitpunkt. Das reicht, je nachdem, wie weit du bist, definitiv noch, um einen Charakter hochzuleveln und so weit zu equippen, dass du vom Equipment her einen guten Start hast. Das reicht, um noch so ein bisschen Gold zu verdienen, dass du zumindest Rep-Kosten hast. Also das wäre, glaube ich, so meine Empfehlung, wenn du vorher starten willst. Und viel mehr kannst du nicht tun. Also es ist, glaube ich, ganz gut im Bereich, keine Ahnung was, 930 plus Item-Level zu sein, damit man vom Gear her zumindest in Ordnung ist und nicht so ein Gammel-Gear für den Start hat. Aber mehr muss es dann auch nicht sein und das kriegt man halt relativ schnell zusammen. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge vom BMZ und auch, das zumindest ist geplant für morgen, die nächste Folge vom Lore Talk. Ich freue mich auch weiterhin auf eure Fragen, Anregungen und Themenvorschläge unter diesem Video, wenn ihr möchtet. Tschüss, sagt euer Onkel Barlow.